Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video statische Funktionen in C++ anschauen und im Prinzip passiert hier auch nichts Besonderes im Unterschied zu C#. Ich werde das einfach mal hier in einer kleinen Beispielklasse demonstrieren. Wir haben hier eben eine Klasse Mathe und im Public-Bereich möchte ich jetzt eben eine statische Funktion machen. Die nenne ich hier Potenziere. Und damit diese statisch wird, setze ich hier einfach den Modifizierer Static vor den Rückgabetypen. Und was ich hier eben machen kann, ist erstmal einen Guard Clause, dass ich überprüfe, ist dieser Exponent denn hier kleiner als 0. Dann kann ich eben hier eine Invalid Operation Exception feuern. Dazu muss ich mir bloß den entsprechenden Header noch inkluden. Hier haben wir eben Exponent darf nicht kleiner als 0 sein. Und wir haben hier eben einen Rückgabewert, den ich auf 1 setze. Und dann werde ich einfach hier bloß in einer Vorschleife über den Exponenten mehr oder weniger laufen. Und den Rückgabewert hier eben mal den Wert oder der Zahl nehmen. So, und damit habe ich dann eben auch diese Berechnung gemacht. Ich kann hier den Rückgabewert zurückgeben. Und damit kann ich jetzt diese Methode hier eben statisch aufrufen. Das ist etwas unterschiedlich im Vergleich zu C#. Warum? Weil wir eben nicht den Punktoperator nutzen, um diese statische Funktion aufzurufen, sondern wir benutzen eben den Klassennamen und dann Doppelpunkt, Doppelpunkt, um Potenziere hier anzusprechen. Also ich habe hier 2 hoch 4 ist eben das besagte Ergebnis und hier kann ich dann eben noch auf ein Enter warten. Also die Funktion selber definieren ist eben relativ einfach. Wir setzen hier einfach ein Static davor. Der Punkt ist vielleicht, wenn wir das Ganze jetzt mal in eine eigene Header-Datei und Source-File-Datei auslagern, dann bekommen wir folgende Situation. Also ich mache hier mal ein Mathe-Header-File und hier unten ein Mathe-Source-File. Wenn wir das, was wir jetzt hier in Program stehen haben, tatsächlich mal hier auslagern. Obwohl, das brauche ich erst nachher. In der Implementierung. Und ich möchte hier jetzt eben bloß deklarieren und das hier unten eben in der CPP-Datei implementieren, dann ist es so, dass ich dort das Static nicht mehr aufführe. Also ich schreibe hier bloß, ich sollte jetzt mit dem Header inkluden. Und
Standard Exception. So, und dann kann ich mir eben hier diese Inhalt holen. Und habe jetzt eben so meine Klassendeklaration und hier die Implementierung. Und wir sehen hier eben, nur bei der Deklaration muss eben effektiv dieses Static dabei stehen. Das ist hier eben nicht notwendig oder darf dort, glaube ich, auch nicht mal stehen. Und wir haben hier eben dann ganz normal die Schreibweise, wie wir die entsprechende Funktion hier ansprechen. Und somit können wir dann eben hier wiederum, wenn wir diesen Header inkluden, die entsprechende Mathe-Funktion hier aufrufen. Ansonsten passiert hier nichts Besonderes. Wir gehen hier wirklich bloß in diese Potenziere-Funktion rein, landen dann eben hier in der Implementierung und hier wird dann eben unser Wert viermal erhöht und damit sind wir eben hier bei 2 hoch 4 ist 16, was ja meines Erachtens noch stimmen sollte. Wir haben eben eine etwas andere Syntax bei statischen Methoden als in C#. Eben hier durch den Scope Resolution Operator mit eben das Doppelpunkt Doppelpunkt, was wir hier einsetzen müssen, statt dem Punkt wie in C#. Und das Static steht effektiv bloß bei der Deklaration der Methode. Wenn Sie die hier natürlich gleich mit implementieren, dann schaut es aus wie in C#. Wenn Sie es aber in ein Source File auslagern, dann darf hier nicht Static davor stehen. Das ist verboten. Aber es gilt natürlich auch hier, genauso wie in C#, wir können auf statische Methoden keine polymorphen Aufrufe machen. Das heißt, wir können diese Methode nicht in Subklassen überschreiben. Weswegen ich Ihnen raten würde, das nicht so häufig anzuwenden oder wenn es geht, auch ganz zu vermeiden. Warum? Durch statische Methoden wird einfach Ihr Code inflexibler. Sie können nicht einfach eine andere Funktionalität an einer bestimmten Stelle ausführen durch einen polymorphen Aufruf. Und damit sind wir am Ende für dieses Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald!